Ja, stimmt ja. So! Oh mein Gott, jetzt läuft's. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dusk. Escape war mal ganz gut. Dusk. Wow. Wir haben ja jetzt eine Zeit lang nicht gespielt, weil Bianca hat uns ziemlich angepisst das letzte Mal. Und Steffen war zu faul, das Mikro. Ja, ich war faul. Ja, ist tot. Yeah, ich erinnere mich. Scheiße. Da kommen Erinnerungen hoch. Oh ja. Ja, das war toll. Ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Warum nicht ein Rocket-Mitglied? Gucken wir mal. Ja, wir haben sicher mehr Leute als früher. Na, Fatty? Ja, muss erst mit Harold sprechen. Harold war auch hier, ne? Harold. Ach ja, ich sollte mir anhören, was Harold zu sagen hat. Okay, das ist mal verloren. Ja, ja. Ich sollte mir immer noch anhören, was Harold zu sagen hat, dieser fette Schmuckelige. Perfekte Tollmiesen. Das hat er sich mal seine Stimme war kein Fetter. Ja, Schmuckeliger, keiner. Bleiben wir jetzt unbedingt. Wenn wir versuchen... Nein, jetzt erinnere ich mich. ...in einen Gang zu setzen. Er hatte ihm kurz noch die Zange am Sack, deswegen war die hohe Stimme. Das ist für die Stromversorgung, denke ich. Aber hatten wir das nicht alles schon? Ja, haben wir das alles schon auf durch einfach. Aber trotzdem, jetzt weiß ich, wie er mir klingt. Es war schrecklich. Sonst hätten wir einfach kurz reingeguckt, wie er klingt. Pokémon, Vergiftung! Halt's Maul, das hatten wir schon. Sorry, das ist so ein Zwang. So, okay, los geht's. Ey, kann man da vielleicht rein noch? Naja, wir können am Ende, wenn Bianca wieder kommt. Aber ich will den Bruder einmal fragen, was Sache ist. Boah, den Rest kennt er ja schon. Ach ja, wir haben das nochmal gemacht. Nee, hab ich auch noch nicht. Ich muss das selbst noch schreiben. Ich weiß. Mann, Momo. Dabei sagst du auch immer, du hast Zeit. Da ist Bianca, greif mir nochmal an. Ich weiß nicht mal, wie man angreift. Leertaste. Okay, wow. Nee, A. Für Angriff oder was? Ja, A. Und es ist Glut. Es ist Glut für Feuer. Keine Ahnung. Ja, das war ja hier so, ne? Jo, bam, yeah. Und Matsch. Oh, das ist klar. Und hier kamen doch gleich diese Kotzes, ne? Jo. Okay, das war geil. Der hat ja schon hier. Hat sich unser Freund hier Vorarbeit geleistet. Oder war das ein anderer? Irgendwie ja, das war der Trainer. Genau, der Trainer. Okay, was hier drin? Nichts. Nichts. Yeah. Jetzt kann ich wieder sagen. Oder auch nicht. Okay, Enter? Nee, Leertaste. Okay, cool. Ich bin ziemlich sicher. Alles cool. Aber kann nur er machen. Das kann das Pokémon nicht. Das kann ich dann gucken, ob das leer ist. Dann müsste ich leider nicht doch. Ja. Mit Glut stößt sie nicht zurück. Ja, ja, das weiß ich. So. Er hat Feuer im Arsch. Die Smitter heißen war halt ein bisschen schärfer, deswegen. Oh. Boah, gleich zwei auf einmal. Aber das hier war nicht schwach, die Klein. Da sind ja noch Kinderzombies. So wie die Mini-Schrodinger. Ist der drei Dinger tot? Oh, ganz locker, Kumpel. Ey, Kumpel, nicht so. Er verarscht. Direkt von der Seite. Oh, doch. Selber. Oh, voll ausgewichen. Wow. Er hat mich fertig gemacht. Zu rauchen, ey, ich hätte die geschlagen. Oh ne, das sind diese waren gefährlich. Das war nicht mehr Gift und so. Wenn ich dir gleich diesen Kratzer gebe, kommt der vielleicht in die. Genau. Ja, noch. Egal, ich bin so schnell wie möglich. Kalt machen. Leer? So. Oh. Jetzt sind wir da. Na, mein Freund. Hab ich dir irgendwie das hier schon so geträumt? Kannst du auch hier so durchschießen? Nee, das geht wohl nicht. Schade. Ja, komm her. So. Nein, ich hab Angst. Irgendwo ist auch so ein Schlucker. Ja, das ist doch gleich. So fies, wenn sie anhalten noch einmal. Ja. Voll auf den Rhythmus. Ja, wäre sonst ja langweilig, wenn ich es nicht machen würde. Was? Da ist er gut. Da, ich seh ihn. Bam. Ah, du meinst, wenn sie zurückfallen, kann ich doch was sicher kombinieren. Ja, aber das Problem ist, wenn die Leiste leer ist, kannst du nichts einsetzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guck mal, hier ist doch schon wieder alles ruhiger. Ja, ich glaube, jetzt kommt gleich schon die Arena. Wirklich. Wow, ganz locker. Erstmal kommt er her. Wieder langläuft. Von der Frisur her sieht er aus wie, ein bisschen aus wie. Ach, lassen wir das. Wie ein Österreicher. Ja, wie ein gewisser Österreicher. Ich weiß, kommt hier nur eins. Niemand weiß das bestimmt. Okay. Ja, den Namen dürfen wir hier nicht sagen, oder? Wollte ich nicht. Nenn sie doch einfach Hitler, das ist ja nicht das Gleiche. Hitschlas.
Ja. Das ist, ich weiß nicht mal, ob der Name irgendwie markenrechtlich geschützt ist oder so. Naja, wir machen Werbung für die, okay, sich freuen. Ja, aber trotzdem, wir müssen nicht gratis Werbung machen, wenn ich schon Werbung mache. Okay, jetzt schlagen wir das mal in unsere Zahl. Warte. Leer. No. Streich mal das SCH, dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Nein. Qua, verdammt. Das SCH würde Robin streichen. Ja, so wie wir da. Was? Absolut. Immer. Wir sehen das nicht gut, so viel Leben zu verlieren. Was ist? Genau. Witzig. Na, erinnert ihr euch an diesen Ort? Ah, natürlich, Bianca mit Walzer. Das kommt, glaube ich, nochmal. Oh, ich bin weg damit. Brauchen wir nicht. Oh, die fette Schwuchte. Ja. Langsam aber stetig. Keine Vorurteile, bitte, ja? Keine Vorurteile, ja, das liegt immer noch an der Sackzange. Oh, naja, aber wie kommt die Sackzange da hin? Jetzt hört er sich mal normal an. Ja. Ah, oh, Scheiße! Barando! Ah, einmal mal kurz, ey. Geht ganz entspannt hin. Ja. Errol, shit happens, ne? Absolut, du innerlich freue ich mich schon voll. Ja, er ist ein Zombie, ich muss ihn gleich killen, ne? Nein, er ist infiziert und noch Schwester Joy, weil er, na. Oh. Oder Bruder Joy. Oh. Ich meine, das ist Harold. Also, ich würde ihn noch erst töten, wenn er die Bahn repariert hat. Ja, stimmt, los, mach und dann, bam. Ich weiß, dann Waffe an den Hinterkopf halten, warten, bis er sich umdreht und zwischen die Augen. Jo. Weil es Harold ist. Der hat es verdient. Zwischen die Augen, dass man ihm dabei in die Augen zieht. Vielleicht fehlt das Geil so zu sterben. Ja, das kann natürlich von sein. Von Mann, ja, erschossen zu werden, bestimmt. Das soll der ja, und verdient, dass er hallo, keine Vorurteile, ich hab's gesagt, ja? Was für eine Vorurteile? Das ist kein Vorurteil. Doch. Nicht, dass er das sagen wollte. Er hat es verdient, mit irgendwas im Mund zu sterben, mit irgendwas zu essen. Oh Gott. Steffen, was für ein Urteil soll will ich haben? Vorurteil. 180. Aber ich habe auch nicht mal ein Endurteil. Also Vorurteil habe ich auch noch nicht. Dann machen wir das feierliche Urteil. Genau, so, feierliches Urteil. Das auch. So, es ist endlich weg, ey. Und die Tür lässt einfach offen. Kannst du hier abspeichern? Guck mal, ob du hier abspeichern kannst. Das Ding hier, das, ne? Das geht nur in den Nee, ja, Enter. Also vorne. Ja, kann ja sein, dass das hier auch ist. Weil es hier so ruhig ist. Escape wurde, ja. Ja, und dann speichern, einfach mal gucken. Jawohl, können wir hier speichern, das ist gut. Nice. Von mich jetzt auch, ich mach einfach nochmal. So. Oh, nice. Dann müssen wir zumindest nicht immer den ganzen Weg. Jo, das ist offen, ich komm da irgendwie nicht rein. Ja, das ist ja auch ein Stromkasten, Bene. Ach ja, da war ja was. Ja, ich hab den Text mal nicht durchgelesen, dann wusste ich nicht. Ach, Mensch, Bene, jetzt musst du ja gegen Bianca ran. Jo. Viel Spaß. Das hier. Und irgendwie hatten wir ja auch Tränke, ne? Ja. Die wir eingesetzt haben und trotzdem verkackt haben. So. Niemals. Das war auch alles noch. Das hatten wir. Ja, das hatten wir noch. Niemals. Bianca, erstmal was probiere ich. Erstmal, wenn wir Militär besiegt haben, müssen wir. Strom! Entschuldigung. Ich versuch's schon, so doll ich kann, aber. Was war das denn? Ich weiß nicht. Improvisiert. So, Improvi. Harte Tour mit ihr. Oh, oh, reden also wir weiter. Harte Tour kennt sie sich aus. Ja, Bene Miltang, ne? Also. Oh Gott. Und Miltang ist es immer. Ist weiblich, so viel ich weiß. Miltang ist immer weiblich. Ja, toll, ne? Und du kriegst bestimmt ein männliches an. Scheiße! Das ist dann, glaube ich, ein Taurus. Da lenke ich mich auf, wenn ich ländlich bin. Yeah! Voll geil, ey. Ja. Das war vor allem noch die alte Animation aus der ersten Generation. Den werde ich noch selber in der ersten Generation geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt mach ich da ja auch. Ja, ich glaube, du bist fast tot. Ja, Escape. Oh. Escape, ne? Ist das dann auch bei Free? Ja. Die Musik ist echt geil gemacht. Oh, Friend. Oh, boy. Oh, was? Drei Bären. Füllen, 5 auf. Ja, setz alle ein. Sonst bist du gleich wieder da. Ja, Bianca ist nicht so.
Weil wir Milchhahn wollen auch irgendwie so unvorhersehbar passen. Ja. Das war ein Leck. Achso, das geht von links runter. Ich dachte gerade, rechts hält immer noch volles Leben. Arsch. Ja, das wäre ein bisschen gut. Ach ja, genau. Dumm. Wenn man den fetten Arsch macht. Genau, wir berühren Güter, wir brennen. Und hier für ihr Leben, CTF. Ja, der fette Arsch, das ist nicht Güter, bei dir brennt. Das Ziel ist. Mach mal eine Kraft, dann schlüsseln wir Müllchen vielleicht auch. Nee, aber direkt zu Müllchen gehen würde ich nicht machen. Nee, wenn es auf dich zukommt, sowieso. Achso. Ja, damals. Immerhin konnten wir da jetzt speichern. Ja, wir hätten vielleicht irgendwie in Datei 2 abspeichern sollen oder so, weil jetzt sind wir gezwungen, das so zu schaffen. Tja. Nimm vorher schon einfach alles. Oder fast alles. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir dürften eigentlich alles brauchen. Und 22 von 25, fast volles Leben. Jetzt nochmal speichern? Keine Ahnung. Nee. Oder? Soll ich? Wozu? Kannst du runtergehen? Ja, klar. Er speichert da dran. Aber wir hätten doch sowieso sie zuerst machen müssen, wir hätten doch eh keine anderen Quests oder sonst was mehr. Naja, mit so ein wenig Leben eben. Doch. Ja, dass wir das nochmal dahin laufen, aber dann halt versuchen mit mehr Leben dort anzukommen. Ach so. Nach Möglichkeit natürlich komplett ohne Schaden. Jo. Ach ja. Strom! Ja, aber ich glaube, Müllchen geht mit ein bisschen Übung. Ja, so wie alles. Dran gewöhnen halt. Wie alles. Ich meine, so extrem wenig Schaden machen wir jetzt ja auch nicht. Nope. Aha, genau das. Und geh mal schneller rückwärts. Ich werde sie lässt sich auch mal vom Pipi machen mit Metro. Oh Gott. Ich rede ruhig weiter. Dann kommt ja alles Mögliche. Ja, das ist doch gut. So was Flaschbar meinst du? Ich meine eher Pipi ja, geht rein und macht eine Explosion und was? Sie freut sich dann sehr. Oh Gott. Der macht eben Rasen. Ja, ist auch gut. Brando los! Und die Musik. Oder es macht Wandlauf. Das ist schon einmal nach der Armer. Genau. Ja. Wow. Ey, der Geobatz. Das klingt. Genau, das auch. Ja, passt doch. Ich werde mal wieder hier. Ach! Vor allem hier ist auch immer wieder Griff. Wenn nicht nur einmal, sondern gleich 3-4 Mal. Okay, pass. Pass nicht. Tschüss. Nein, Hälfte, weil ich mach mir es halt nicht. Von dem, was wir hatten. Allein schon, wir standen noch nicht mal neben dem. Dann war das Bad weg. So. Ah, scheiße. Wenigstens bleibt dann das Spiel auch wirklich da hängen. Ja, genau. Nicht, dass es für mich noch weiter andere Spiele. Ich bin da weitermachen. Ja, wollte ich auch. Ich dachte jetzt noch, mit Flug einfach was kommt und mit dem Blut aus. Ja, aber, es ist entspannt und Kratzer geht das wirklich. Man kann das ja, die macht das ja mal zum gleichen Dings, die ein Walzer hat. Nach einer gewissen Zeit. Du kannst halt also zweimal hintereinander Kratzer machen. Das ist schon. Ja. Nein, ich hab auf neue Spiel gekriegt. Oh, Biene, Mann, ey. Keine Ahnung, überspring hier irgendwie. Das ist nicht so gut. Ja, dauert ein bisschen. Zumindest ist die Musik toll. Ja, ist so. Yeah. Ja, das musst du jetzt erstmal wieder überspringen, natürlich. Fuck, aber wann hat denn Mewtwo nochmal Geburtstag? 17. Februar? 17. März? Genau. Irgendwas mit 17. Ich glaube, irgendwann im Februar. Steineichenwald! Verdammt, Brando! Vor Einbruch der Dunkelheit Lucatia City erreichen.
Wir müssen nämlich demnächst Mewtwo's Geburtstag. Pokémon Center! Nicht, ja, aber dann müssen wir den ersten Mewtwo-Film schauen, wenn wir den feiern wollen. Den ersten Mewtwo-Film? Ja, den ersten, ersten Pokémon-Film. Ja, den ersten Pokémon-Film, Mann. So, ich vergleiche. Ja, da gibt's hier. Also, und hier mein Tauboga, Mann, oder Taubos, was er gelacht hat. Ich weiß nicht. Ich hab nur Wasser-Pokémon. Und das Nidoqueen ist in einer Szene ein Nidoking ist. Ja, ja, und es gehört zum Wasserteam, Mann, weil es blau ist. Ja. Geil, ey. Pokémon Escape, Mann. Genauso ja, wie Nidoking dazu gehört, weil es, naja. Ist ja kein Surfer. Ja. Genau. Rizoros gehört auch in ein Wasserteam. Definitiv, immer noch, ey. Pikachu gehört auch in ein Wasserteam auf Gelb. Oh ja. Ganz klar. Das ist das epischste. Ein gelben Pikachu-Surfer. Das haut rein, ne? Strom! Ah! Ich kann einfach nicht. Ganz anders. Genau! Was war das erste Pokémon? Bisasam, Rihorn, Mew oder Arceus? Schau, du weißt nur die Antwort. Aber schau, das erste Pokémon, das will ich raten. Kein Bock. Wie, inwiefern erstes ja, Pokémon? Das ist ja die Frage, ne? Das erste Pokémon! Das heißt, das erste Pokémon. Sie sind alle das erste Pokémon. Aha. Mehr oder weniger. Arceus. Welche hast du alle gesagt? Arceus, Mew, Rihorn, nee, Rizoros. Rizoros. Warum und Rizoros? Rizoros war das erste designte Pokémon. Das echt? Erste, was entwickelt wurde, ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Dieser Samen ist Pokémon Nummer 1. Mew ja, ist die Mutter aller Pokémon. Daraus haben sich halt alle Pokémon gebildet. Und Arceus hat alle Pokémon erschaffen. Und das Universum und so. Aber Arceus ist selbst ein Pokémon. Ja. Das heißt, er muss aus Mew entstanden sein. Nee, nee, das ist hier mit Gott. Arceus ist der Gott der Pokémon. Arceus ist der Gott der Pokémon. Weil Mew, Bodyslam, Stampfer, Anziehung. Ich kann eh nicht angreifen. Weil das Spiel entscheidet. Und am allerschwulsten, wenn es dann noch dieses Milchgetränk gemacht hat, wo es dann wieder geheilt worden ist. Milchtrank. Okay. Ja, da habe ich mich dann richtig ins Horn bekommen. Na, da kann man. Macholo kann man da, glaube ich, schon haben. Ja, Macholo ist super. Das ist so ziemlich das Beste, was man dagegen einsetzen kann. Oder am besten Machop. Aber ist ja klar. Mhm. Ja, wenn man es auch schon hat. Naja, ist Pokémon, ne? Ja. Ist Pokémon. Also von daher ist es eh relativ, wie heftig ein Gegner ist. Ja. Aber Bianca, Bianca ist schon gruselig. Man denkt immer so, man schafft sie und dann fisst es ja doch mal. Oh ja. War schon echt ein schlimmer Gegner. 5 Wildtanks auf sie. Da bin ich auch bei meiner Nuzlocke damals gestorben. Ist Endstorm Silver, meinst du? Ja. Ja, das erste Mal bin ich... Beim allerersten Mal bin ich bei Kai draufgegangen, weil einfach da... Ja, wir war. Auch. Ja, der hatte auch so ein Glück bei uns. Beim zweiten Mal dann bei Bianca und... Ich gleich drauf. Beim dritten Mal bin ich dann da noch dran, weil ich weiß gar nicht... Ratter, die auch so... Ja, dann bin ich dann immer noch bei Hartwig.
Nee, beim dritten Mal, ich bin jetzt. Nein, doch nicht, immer stehen. Was vielleicht? Ja. Ja, okay, Hartwig hatte bei mir auch. Ich will nicht sagen, er hatte Glück, weil der Computer einfach ein Schieber nicht hat gewinnt. So sehe ich das, wenn der Computer Glück hat. Ich meine, der Computer kann doch eigentlich sitzen entscheiden, ob ich gewinne oder nicht. Ich will doch nicht einfach mal ein Pferd lassen, sowas. Das geht mir gerade voll auf die Eier, das Milchangeld. Ja, mit Aufrufe, aber dann kriegt man trotzdem Schaden. Glaube ich. Vielleicht dann auch immer so penetrant stehen, wenn man selber steht, dass man die Katze macht. Ja, yes. Das kriegt man leider immer Schaden, da an diesem Sturm. Dead me? Oh hell. Das geht ja. Okay, kleiner Augenblick mal eben ganz kurz. Da das jetzt gerade ein ganz guter Zeitpunkt ist, unterbreche ich mal hier gerade und beende die Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.